Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Kellerkind.org und Fire. Den Weg sind wir doch schon gelaufen. Ja, welchen haben wir denn sonst noch? Wir müssen hier noch zurück. Das war der, wo wir nach rechts gegangen sind und nicht nach links. Set MK on fire. Was? Ich lasse dich jetzt mal einen Moment nach vorne gehen, bevor ich meinen jetzt anzünde. Ja, der hat gerade automatisch auf die Axt gewechselt, warum auch immer. Bin mal gespannt, ob wir jetzt gleich Respawn haben. Ich hoffe nicht. Ja, die scheiß kleinen Babys gehen mir auf den Sack. Sind ja jetzt schon eine ganze Weile hier in der Höhle drin. Was ich interessant finde, ist, dass ich keine Rüstung mehr verloren habe. Oh, Babys sind da, Babys sind da. Aber es sind nur hüpfende Babys, keine anderen Monstrositäten. Ich sehe die Babys nicht. Siehst du es jetzt? Ja. Das nein, ist tot. Hurra. Was? Da ist ein großer Typ, ja. Danke für die Vorwarnung, dass ich direkt an ihm vorbeilaufe. Der ist gerade hinter dir runtergesprungen. Und der andere, der hier gefallen ist, der ist durch den Boden gefallen oder was? Okay. Fine by me. So, wir sind dann jetzt hier oben an der Trennung, wo wir uns entschieden hatten, am Höhleneingang. Weil es geht ja noch hier lang. Haben wir jetzt echt 4 Folgen lang Höhlenerkundung gemacht. Sehr schön. So, geht's denn hier lang? Dieses Geräusch, ich liebe es. Okay, hier hängen Zähne von der Decke. Seid ihr Freund oder Feind? Ein Freund. Und ein Lagerfeuer. Das restliche Geld ist dir. Thank you. Das Dynamit nimmst du dir? Ich bin voll mit Dynamit, glaube ich. Ich kann auch keine Ohren mehr aufnehmen. Ja, meine Freunde, dies ist übrigens die neue Fundposition des Katanas. Das Katana gibt es nicht mehr im Wald, das gibt es nur hier. Yummy. Wenn du ein paar Ohren brauchst, damit du auch mal ein bisschen Bum-Bum machen kannst. Ich hab genug Uhren. Ist was, da ist Essen. Ich hab gegessen.
Und nimm dir ein Katana mit. Ich hab ein Katana. Oh mein Gott. Nimm dir das IT-Teil damit. Welches IT-Teil? Ich hab da gerade was kaputt gemacht. Ach. Nee, brauch ich nicht. Oh Mann, ist diese Höhle. Gut, dann nehme ich sie mit, damit ich mehr beim Bummel mache. Oh Mann, ist diese Höhle groß. Ich will aber zwei Katana. Idealerweise drei. Ja. Oh Mann, ist diese Höhle. Wer die Referenz versteht, bitte kommentieren. Okay, da geht ein Weg nach rechts und ein Weg nach links. Wähle den Weg der rechten Seite. Haben die aus allen Höhlen eine gemacht? Nee, okay, es geht nur der Weg hier lang. Der Mann mit der eisernen Axt darf hier mal einmal axtens tätig werden. Ich bin mit dem Pokestick unterwegs. Damit kannst du auch die Bretter kaputt machen. Wieso immer ich? Weißt du, woran mich diese die Teile hier erinnern? Alien. Exakt. Knock knock. Hier ist eine Taschenlampe. Taschenlampe. Meine. Taschenlampe gibt's für jeden. Endlich wieder eine Taschenlampe. Sehr geil. Und Boos, meine Freunde, hier gibt es endlich die Taschenlampe. Oh Mann, die Höhle ist ja super. So, dann können wir ja wieder zurück. Warte mal. Da sind wir reingekommen. Gibt's denn hier? Geht's hier noch irgendwo hin? Nope. Warte mal. Oh, die Taschenlampe verbraucht jetzt übrigens Batterie. Echter Hammer. Ich mach gerade mal ein paar Bomben, damit ich noch ein paar Uhren mitnehmen kann. Sekunde. Jo, mach das. Denn du weißt ja, man kann nie genug Sprengstoff haben. Sprengstoff ist wichtig, ja. Sehe ich auch so. Warum heißt das eigentlich Tropfsteinhöhle? Weil man die Steine. Ja, aber die Steine tropfen doch nicht. Es tropft aber von den Steinen. So, ich gehe dann schon mal zurück. Nein, warte. Oh, more money. Money, money, money. So, wie weit haben wir es dann noch? Oh, noch ein Stückchen zurück und dann ging es hier oben ja noch weiter. Ne, hier nicht. Vorsicht, Feuer. Genau, so. Jetzt muss ich mich gerade erstmal wieder orientieren. Aber ich muss. Achso, nee, da sind wir hier wieder. Okay. Aber ich muss sagen, der Umstieg auf die. Wie heißt die Engine? Unreal? Nein. Doch. Unity. Dankeschön. Engine war wirklich gut, weil ihr habt jetzt gesehen, das sah das letzte Mal, als wir so lange hier unten waren, wesentlich schlimmer aus. Okay, auch wenn du hier kein E haben solltest, du kannst es trotzdem anklicken. Ich habe hier ein E.
Okay, ich hatte jetzt keins. Was los? Er lässt mich hier nicht runter. Was soll denn die Scheiße? Ist nicht so tief, kannst du springen. Dein Wort in Gottes Lausche, ich nehm vorher nochmal Medis. Wenn du voll bist. Nee, nimm hinterher Medis. Ich hab Herbs. Bumm. Nicht mal Schaden genommen. Cool. Ja, ich sag ja, ist nicht so tief. Ja, aber der hat mich im Prinzip runter ans Seil gehängt und dann direkt wieder hochgestiefelt. Das ist auch lustig. So, und jetzt geht es aus dieser dunklen Höhle hinaus. Und dann gehen wir nochmal in Richtung des grünen Tals und gucken, ob da überhaupt noch eine Höhle ist. Kann es sein, dass deine Ausdauer vielleicht fertig war, dass der dich deswegen wieder abgesetzt hat? Nope. Voll. Dann weiß ich es auch nicht. Naja, haben wir eine schöne Höhlenerkundung. Die haben wir jetzt aber auch wirklich bis aufs Letzte ausgereist. Ich glaube, jetzt gibt es hier wirklich keinen Winkel, wo wir jetzt nicht waren. Deswegen würde mich echt mal interessieren, was da hinten mit dem grünen Eingang passiert ist, der jetzt noch grün ist. So, jetzt komme ich hier raus und werde erstmal von 5000 Einwohnern begrüßt. Nicht? Sehr schön. Okay, alles Roger, hier ist nichts. So, jetzt wechsle ich aber erstmal wieder das Gear. So, dann gehen wir mal nach hinten hin und gucken mal, was mit der Höhle passiert ist. Kannst dich noch erinnern? Das ist, da hinten sind wir dann rausgekommen. Eben gerade meinst du? Nee, vor, ich glaube, das ist noch keine 5 Folgen her oder 6. Direkt hier neben diesem Schwurbeldorf da. Was los? Was ist hier fishy? Jo. Soll vorkommen. Got it. Ich hab Nemo. Raw Fish Collected, den kann ich wahrscheinlich burnen, oder? Ja. Yeah. Den kannst du braten, ja. Noch ein Fisch. Und auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß. Na, hier ist das Cockpit. Und kommst du eigentlich? Ich fische. Naja, ich pauke so lange ins Wasser, bis ein Fisch dran hängt. Ja, nächste Folge machen wir dann mal wieder. Läuft da wer? Sehe ich da jemanden laufen? Ich glaube nicht. Nee. Ja, nächste Folge müssen wir auf alle Fälle mal ein bisschen Ressourcen sammeln, Federn und mal wieder ein bisschen aufstocken alles. Wäre sinnvoll, um gerüstet zu sein gegen jedwedige Schweinereien, die Ureinwohner... Ja, vielleicht hat in der nächsten Session der Argo dann auch wieder Zeit, weil wird ihm ja auch gut tun. Das auf jeden Fall, aber wir gehen nicht zurück in die Höhle, denn Katana kriegt er nicht. Ja, kann er selber durchlaufen. Kriegt gesagt, hier, gelbe Höhle und dann soll er gucken. Boah, das war ja jetzt nicht so schwierig. Und ich meine, das Katana... Schildkröten! Das Katana ist ja oben im Dingensabzweig. Das war jetzt wirklich gar kein Thema.
Ich meine, wenn ich mir überlege, durch was wir da unten durch sind und nichts gefunden haben und dann oben gehst du den anderen Weg und dann wirst du belohnt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. So, der Eingang scheint aber... Oh, Stein. Oh, das war weit. Eingang ist auf alle Fälle noch da. Vielleicht geht er jetzt zu einer anderen Höhle. Vielleicht haben die umgemappt. Kannst du bei den Zelten hier safen? Ich kann nicht. Nein. Ach du, immer mit deiner Speicherei hier. So, hier sind die komischen Äste. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die jetzt hinführt. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Boah. Alter, dieser Fledermaus. Boah. Oh, jetzt habe ich aber echt 400 Puls hier. Boah. Okay, hier ist... Was ist das denn? Ah, Circuit Board. Okay, hier geht es nirgendwo hin. Ja, wir könnten hier runterspringen, aber das wäre nicht so effizient. Nö, weil hier geht's nämlich auch weiter. Oh. Okay. Das ist die andere Höhle, wo wir eben waren. Oder? Ich möchte jetzt hier ungern runterspringen. Das sieht irgendwie anders aus. Gucken, ob es hier nicht noch ein Weg runter geht. Kann ja nicht sein. Ich meine, es ist auf alle Fälle anders. Oh, warte mal. Da kommen wir lang. Gehe ich hier wieder zurück, oder? Achtung, Feuerfall hinter dir. Halt! Hier geht's zurück. Mit solchen Befehlen kann ich arbeiten. Und auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Wir können hier nicht runter, ich kann hier auch nirgendwo drauf springen. So doch. Duck and cover. Ja, hier gehen wir runter. Das ist ein normaler Forstweg. Ja doch, die Höhle kenne ich noch. Hier ist zu. Oder? Nee, da geht's. Ah. Okay, es ist doch dieselbe Höhle. Das ist nur, das ist wieder so eine Forstwand, wo wir gedacht haben, es geht da nicht weiter. Weil, guck dir die Wand an. Wir sind hier hingelaufen, haben nichts gesehen. Kommt man auch nicht mehr hoch? Nope. Auch mit Ducken nicht? Okay, also geht hochklettern nicht. Okay. Oh, da war nochmal der andere Weg. Da ging doch eben gar nicht weiter. Das ist ein anderer See. Moment.
So, dann ab ins Scuba. Ich habe den Fisch draufgelegt. Bitte? Ich habe dir einen Fisch draufgelegt. Okay. Ich habe ein paar gesammelt. Und bevor die schlecht werden. Ja, das Essen wird ja jetzt wieder total schnell schlecht hier. Ey! Ja, da ist noch ein zweiter drauf. Ach so, habe ich nicht gesehen, sorry. So, dann gehen wir mal tauchen. Die Höhle muss noch einen anderen Ausgang haben. Ja, nur bevor wir tauchen gehen, wollte ich definitiv nochmal meine Energie auffüllen. Kommst du? Wieso ist meine Vision so scheiße? Weil wir unter Wasser sind. Okay, und das ist dasselbe wie eben. Wieder nicht weiter. Aber da oben ging es doch eben nicht weiter, wo wir lang sind. Kann das sein, dass das hier die Gegenseite ist? I don't know. Das ist ja immer diese Gedenksekunde zum Abblenden. Jetzt lass mich laufen. Danke. Oh, ging's auch eben nicht weiter. Oder doch? Ah, hier geht's wieder runter. Okay. Oh, jetzt geht sie wieder unendlich lang. Okay. Ja, wir sind wieder hier. Von hier aus müssten wir wieder sauber rauskommen. Okay, dann haben die da hinten nur den Stein kaputt gemacht. Okay. Ja! Dann nehmen wir jetzt aber den kurzen Weg raus. Bin ich dafür? Oh, was ein geiler Herr. Eine geile Decke. Ich hoffe, dass da vorne jetzt nicht noch irgendwie 20 Millionen Viecher jetzt wieder warten. Aber ich speichere jetzt erst noch mal kurz, wenn ich jetzt hier eh schon wieder am Zelt vorbeikomme. Babys sind noch tot. Glück gehabt. Okay, dann müssen wir den anderen Eingang dann halt auch einfach nur noch gelb markern. Sehr schön. So, gespeichert. Und dann machen wir uns jetzt mal auf die Heimreise. Ich würde es begrüßen. Genug Adventure für einen Tag, ne? So, jetzt haben wir die Höhle aber wirklich bis zum letzten Mal ausgekundet. Hat sich doch gelohnt. Ja, ich bin auch echt am überlegen, ob wir dann in der nächsten Folge irgendwie nochmal in die andere reingehen und gucken, ob sich da noch was getan hat. Nee, das wäre dann zu langweilig. Wir haben jetzt die letzten, wie viele Folgen haben wir jetzt hier schon verbracht? Das waren jetzt, keine Ahnung, also insgesamt waren es 3 Folgen Höhlenerforschung. Ja, also vielleicht. Ich würde sagen, in den nächsten Folgen bleiben wir mal etwas auf der Oberfläche. Ja, schauen wir mal. Also wir müssen ja sowieso re-equippen.
Eben. Re-equippen. Viel vereinbart hier. Ich wollte eigentlich den kurzen Weg rausnehmen. Ja, davon ist es sagen. Okay, mach dich auch ein bisschen was gefasst, draußen ist Nacht. Okay, ich bin draußen. Sicht ist frei. I'm coming up. So, das ist das andere Haus. Was auch immer da unten diese Flagge ist. Okay. Das müsste die weiße Flagge sein. Tausend Effigies stehen hier drumherum. Gute. So, es müsste, glaube ich, die weiße Flagge da hinten sein. Nee, das ist ja kein Home-Symbol. Wir haben kein Home-Symbol bei unserem Haus. Echt nicht? Nein, weil da kein Haus steht. Okay. Ja, und guck mal, was ich da sehe. Was? Wow. Waldbrand. Erstmal eine Wand. Das ist gut. Und die Dinge sind aus. Wand ist gut. Home sweet home. So, mal gucken, ob es zwischenzeitlich geregnet hat, während wir da unten waren. Ah, sehr schön. Schluck getrunken. Und dein Topf liegt immer noch hier. Kein Topf. Gut, okay. Kann man nichts machen. Zack. So, und damit, ja, schauen wir uns noch mal ein kleines bisschen um. Haben wir was in der Falle? Oh, wir haben wieder einen Stein gefangen. Wir können uns glücklich schätzen. Gut, alles lebt noch, alles gut. Und mein letzter Fisch ist nicht schlecht geworden, der landet jetzt auf dem Herd. Ach das. Ah, stimmt, ich hänge die letzten Körperteile noch zum Trocknen auf. Obwohl, ich schmeiß mir noch einen Arm mit auf den Grill. Ah, ist schon schlecht. Scheiße. Ich hab nur noch 5 Pfeile, verdammt. Eben aus Reflex wie ein Irrer auf die Maus gedrückt, als wir da rauskamen und die angegriffen haben. Da habe ich 10 Pfeile oder so verballert oder 8. Echt nervig. Ha, das sind schöne Geräusche, oder?
Solange sie außerhalb sind. Deswegen haben wir die Mauer. Gut, aber damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder zum Waldspaziergang hier in The Forest auf Kellerkind.org. Dann eine Re-Equipment-Folge. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Denkt daran, immer schön fleißig zu kommentieren, zu liken und ähnliches. Bis zum nächsten Waldspaziergang. Ciao. Tschüss.